Mit der D-Mark kam die endgültige Teilung Deutschlands. War abzusehen, wohin es ab jetzt mit den beiden Teilen gehen sollte? Ich glaube, das war abzusehen. Ja. Das war abzusehen. Es war also ganz deutlich, dass in der Sowjetzone Deutschlands sehr bald ein eigener Staat entstehen würde. Im Oktober 1949 ja dann die DDR. Es war sehr abzusehen, dass die DDR mehr und mehr in allen Details sich die Sowjetunion angleichen würde. Planwirtschaft, Aktivistenbewegung, sozialistische Wettbewerbe, in der Kultur sozialistischen Realismus, Parteilichkeit, die Partei, eine stalinistische Partei, Marxismus, Leninismus, eingeschworen auf Stalin, die Massensäuberungen, Wachsamkeitskampagnen, zentrale Parteikontrollkommission, die führende Rolle im Block. Also die anderen Parteien sind eben nur die kleineren und die SED bestimmt. Die Massenorganisationen werden der SED unterstellt, auch und gerade die FDJ nicht mehr unabhängig, nicht mehr überparteilich, sondern es wird einfach das sowjetische System wird übertragen. Und genau das ist ja auch geschehen. Und umgekehrt im Westen, das müssen andere, die das hier erlebt haben, war es natürlich auch selbstverständlich, dass sehr bald die Kommunisten in Westdeutschland, die am Anfang in allen Zeitungsredaktionen saßen, in allen Parlamenten saßen und in allen Ländern Deutschlands gab es ja kommunistische Minister, übrigens auch in Bayern gab es kommunistische Minister, dass diese also alle herauskommen werden und dass das sich immer mehr verwestlicht, stark amerikanisiert und immer mehr in eine antisowjetische Strömung hineingebracht wird, sodass die Spaltung Deutschlands für beide Teile Deutschlands sehr negative Auswirkungen gehabt hat.